Bist du doch. Du hier. Eine breitschultrige Armaunerin steht vor Kisten und Regalen mit Rüstungen und Waffen. Die kalte Tönung ihrer Haut und die geometrischen Muster auf ihrem ölverschmierten Kittel kennzeichnen sie als Einheimische von Rautai. Sie lächelt, als du dich näherst, zeigt aber ihre scharfen Zähne und senkt den Kopf. Greetings. I assume Thenic explained our little floating trading floor, so I'll cut through the fat. I'm Sautara, purveyor of fine armors and weapons, whether for kith or ship. Sehr gegrüßt. Ich nehme an, Tennik hat unseren schwimmenden Markt erklärt. Ich komme also gleich zur Sache. Ich bin Sautara und ich habe die besten Rüstungen und Waffen, ob für Gestande oder für Schiffe. What are you in the market for? Was suchst du? Da ist ein Lagofett in der Ecke. That's Bauble. Not particularly bright, but he can count coin well enough. Das ist Bauble, nicht der Klügste, aber er kann ganz gut zählen. Or she. I've never been sure, and I'm disinclined to check. Oder sie. Ich war mir da nie sicher und habe keine Lust, es zu überprüfen. Sein Name ist Baubel. So nennen wir ihn. Er mag Dinge, die ein wenig glänzen. Das ist ein ungewöhnliches Schiff. He is, isn't he? Looks like a junk now, but that's mostly my doing. Underneath the decades of patches and filth, there's some truly strange shit. Copper, Audra. Adiran Runes, Valian Pipes. Das ist es, nicht wahr? Sieht jetzt wie eine Junke aus, aber das ist mein Werk. Die Jahrzehnte von Flicken und Schmutz verbergen so manches merkwürdiges Zeug. Kupfer, Adra, Adirianische Runen, Valianische Rohre. Sie schütteln den Kopf. Best guess is that he came out of old Engwith, modified over the millennia by whoever crewed him. Am wahrscheinlichsten kommt er aus dem alten Engwith und wurde über Jahrhunderte von seiner jeweiligen Besatzung modifiziert. I wanted to rename him the Junky Junk of Junk, but Fennec wouldn't have it. Ich wollte ihn die schundige Junke auf dem Schund taufen, aber Fennec fand das nicht so gut. Das Schiff ist ein Ehr. I know him inside and out. Vertrau mir, ich kenne ihn in- und auswendig. Okay. Und wie bist du auf dem Deck gelandet? Eine Frage, die ich mir auch oft stelle. The simple version is that the deck dropped anchor in Rauatai looking for a blacksmith. I was a blacksmith looking to get out of Rauatai. Die einfache Version ist, dass das Deck auf der Suche nach einem Schmied aus Rauatai vor Anker ging. Ich war eine Schmiedin, die aus Rauatai weg wollte. Didn't know a Bolin from a Baleen at the time, but you learn fast at sea or you sink. Ich konnte zu der Zeit einen Palsteg nicht von einer Barte unterscheiden, aber auf See lernt man schnell oder man geht unter. Wie ist die weniger einfache Version? Wesentlich kompliziert. Wesentlich kompliziert und etwas, das dich gar nichts angeht. Okay, zeig mir, was du hast. Seh dich nur gerne um. Gürtel des Auserwählten vom Magran in Flammen verbunden. Schaden ausgeteilt als Brandschaden. Oh, das klingt nicht schlecht. Du bist ein Gürtel, gell? Kleine Chance beim Treffer, eine feindliche Feuerfäule heraufzubeschwören. Ah, noch nicht ganz so gut. Hyelas Krallen. 25%ige Chance, einen Treffer mit einer Waffenkampfwaffe zu erzielen, sodass der Feind oder Benutzer Blutungsschaden über Zeit erleidet. 5 Schaden ausgeteilt als Hiebschaden. Nein, danke. Immunität gegen Gewandtheitwirkung. Minus 10 alle Verteidigung. Haben die überhaupt was Gescheites hier? Außergewöhnliches Zeug. Ja, so eins haben wir. Wir haben eine Fäule-Laterne. Und Baumwollsegel. Also... Tut mir leid, aber ich bin nicht sonderlich begeistert von dem Deck. Ich lege jetzt lieber ab. Ganz ehrlich, wir fahren lieber weiter. Also, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Ich habe gedacht, gerade weil sie gesagt hat, sie hätte auch Zeug für Schiffe, dass wir da vielleicht speziellen Rumpf oder... spezielle Segel, die wir nur dort kriegen können, kaufen können. Aber irgendwie war das ein
fehlt. La. So, Messing-Zitadelle, Offizier, Kommando, Offizierslorsch, Büro des Flottenmeisters, wäre das? Dann geben wir jetzt erstmal die beiden Kopfgelder ab, kassieren das Geld. Dann werde ich wahrscheinlich einen Cut machen müssen, weil es an der Zeit ist. Das heißt, in der nächsten Aufnahmesession verkaufen wir unser Zeug. My favorite privateer. Clear skies. Mein Lieblingsfreibeuter, klare Himmel. Burungas Schiff ist untergegangen, mitsamt ihrer Mannschaft. It is satisfying to see one of our island cousins humbled for a change. May the others take this as an example. Es bereitet mir große Befriedigung, zur Abwechslung mal einen unserer Cousins von der Insel gedemütigt zu sehen. Möge es den anderen als warnendes Beispiel dienen. Akayo zuckt zusammen, als er den schweren Beutel mit Münzen anhebt und dir überreicht. Privateer, you served Rautai with distinction. No more could possibly be asked of you. Freibeuter, du hast Rautai hervorragend gedient. Mehr konnte man von dir wirklich nicht verlangen. Mit stolz zitternden Lippen schlägt Akayo die Arme vor die Brust. Salutieren, es war mir ein Vergnügen. So, damit haben wir auch den der Todesfeuergesellschaft ihren Teil gemacht. Also die Kopfgelder der Todesfeuergesellschaft. Das heißt, es fehlt nur noch das Kopfgeld der Valianischen Handelsgesellschaft. Und das ist hoffentlich dann auch das letzte. Dann sollten wir wirklich alle Kopfgelder erledigt haben. Jetzt werden wir ja sehen, ob wir dann ein Achievement kriegen. Weil es müsste ein Achievement geben. Which one of us am I thinking of now? You be thinking of the Watcher. That's 10 in a row. That's some talent you got. Aye, the talent of noticing who you be glancing at before you ask me who you be thinking of. Wieder dieses Spiel. Okay, an wen von uns denke ich gerade? Du denkst an den Wächter. Das sind 10 hintereinander. Du bist echt talentiert. Ei, talentiert zu bemerken, zu wem du rüberschießt, bevor du mich fragst, an wen du denkst. Das hatten wir ja eigentlich schon. So. Ankerplatz der Königin. Eine Menschenmenge blockiert den Tunnel vor dir. Na, jetzt kommt das auch noch. Ein verwirrtes Netzwerk aus natürlichen und von gestandenen gehauenen Tunneln verlaufen zwischen der Messingzitadelle und dem Schlund. Die meisten der größeren Durchgänge sind viel bereist und bekannt, aber die engeren Verästelungen, die von ihnen abzweigen, sind unübersichtliches Kuddelmuddel aus sich windenden Hallen und Sackgassen. Ein Tunnel auf deinem Weg ist eingestürzt, ein riesiger Felsen ist nun seine neue unbewegliche Tür. Arbeiter wuseln herum, aber es wird anscheinend kaum tatsächlich gearbeitet. Vielleicht kannst du einen anderen Weg durch die Stadt finden, aber der Umweg könnte die Stunden kosten. Mit den Arbeitern sprechen. Oh, ich muss noch mal rasten mal. Die Ruparo mummen untereinander, aber werden still und gucken weg, als du dich ihnen näherst. Der Vorarbeiter in Kuaru blickt zwischen seinen Fingern durch und hebt eine Hand. Sei gegrüßt, edler Wächter. Wir arbeiten daran, diesen Tunnel zu reparieren, aber im Moment ist der Weg versperrt. Er neigt den Kopf. Die Diener der Katakas entschuldigen sich immer für jegliche Unannehmlichkeiten oder Verzögerungen. Was ist passiert? Einer der Ruparo schüttelt seinen Kopf. Das hast du doch bestimmt bemerkt, Kira. Ein großer Drache kam und ist über die Insel geflogen. Er hat die ganze Stadt zum Beben gebracht. Der Kuaro sieht den Sprecher böse an und fängt ihn am Mauer fort. Du kannst jetzt still sein. Dann wendet er seine Aufmerksamkeit wieder dir zu. Sie wissen es besser, als Respektsperson gegenüber die Zähne zu zeigen. Die Diener der Katakas entschuldigen sich immer für jegliche Unfreundlichkeiten oder Beleidigungen. Er verbeugt sich erneut unterwürfig. Ich glaube, ich kann helfen.
Die Augen der Quara weiten sich, aber Wächter, die Stadt hat uns diese Aufgabe gegeben. Wir bleiben dran, du musst keinen Finger rühren. Jemand die Festplatte aus dem Weg schieben lassen. Los, Edea. Der Edea organisiert die Arbeit, aber nimmt den Löwenanteil des schweren Hebens auf sich. Schon bald poltert er massive Steine über die kleineren Steine unter ihm, was sie mit einem befriedigenden Knirschen zermalmt. Der Tunneleingang heult sanft, als einmal mehr der Wind durch ihn hindurchzieht. Einer der Arbeiter jubelt, aber der Vorarbeiter gibt ihm einen Klaps auf den Kopf. Eine Stunde. Ein schimmliger Wind, ein Sägestank im Mund und ein zitterndes Meckern aus der Dunkelheit auf den Lippen pfeift um dein Gesicht. Eine Kakophonie aus geistlosen Zwitschern und Zirpen. Eine Momentlang hättest du schwören können, jemand mit den Fingern schnippen gehört zu haben. Die Schatten vor dir teilen und drehen sich erratisch. Sie verschmelzen und lösen sich ein weiteres Mal, bevor sie sich schließlich zu einem Durcheinander aus redigen Flügeln zusammenfinden. Dunkles Heim ist neues Heim, tötet eine schrille Stimme vor dir, ein Schrei von einem der vielen Imps, die den Tunnel bevölkern. Haut ab, sie streben nach vorne, widerliche Höllenfledermäuse fliehen vor ihnen. In deine Richtung, die Johanna laufen angsterfüllt davon und lassen dich mit den Biestern alleine. Yay, jetzt dürfen wir doch gegen Imps kämpfen. Wie spaßig. Imp, Imp, Salzwasser, Imp, noch ein Imp. Glory be to God. I just thought we were friends. Okay. As you wish. I'm here. Ja, ein paar Imp-Teile. So, dann können wir weitergehen. Jetzt bitte ohne Unterbrechung, okay? Dankeschön. Hat ja auch lang genug gedauert. So, dann geben wir jetzt noch das Kopfgeld ab und gut ist. Ach, my little privateer, you have news for me? Ach, mein kleiner Freund, bringst du mir gute Neuigkeiten? Ich habe mich um Desiva, den weiblichen Hai, gekümmert. Perfecto. For once our service ships may take to the waters without fear. Befetto, that is almost priceless. Befetto, endlich einmal können unsere Kundenschiffe ohne Furcht in See stechen. Das zu wissen ist von uns schützbarem Wert. Sie streckt sich an und tief deinen Sack voller Mützen vor deine Füße. You've taken all the work from the louses of Queen's Birth, and I have nothing more to offer you, save this.
Du hast den Lumpenhunden vom Angpass der Königin alle Arbeit abgenommen. Jetzt habe ich nichts mehr. Habe ich dir nichts mehr anzubieten. Nur noch das hier. Zinger streckt Ena die Hand aus und lehnt den Kopf mit einem verlegenen Lächeln zur Seite. Den Kopf schütteln. Es war mir eine Freude, mit dir zu arbeiten. Das waren wohl scheinbar nicht alle Kopfgelder. Weil es gibt ein Achievement, das weiß ich. Wo ist es denn? Nicht hier unten. Nee, es gibt nur einen 15 Kopfgelder erledigen. Okay. Naja, gut. Dann speichere ich jetzt erstmal hier. Wir haben ja wieder schon lang genug Zeit. Das ist jetzt LP 066. LP 066 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.